Diese Musik hat gerade so gut gepasst irgendwie. Und hier gehen wir gerade in ein Bergwerk. Und ich habe so das Gefühl, dass wir hier nicht alleine sind. Was ist denn das da? Das sieht aus wie Eis an der Stelle. Wow. Gleißender Funke. Hier sind ein paar Bücher jedenfalls verstreut. Zauberbücher. Ich hole mal die Fackel raus. Hier könnte man schlafen, wenn man wollte. Da gibt es ein Krustenbrot. Wasseratmung. Nehme ich wieder mit. Man weiß ja nicht, ob man das nochmal gebrauchen kann. Was gibt's hier? Korundumerz. Dann bauen wir das doch mal ab. Kann man immer gebrauchen. Wurde dem Inventar hinzugefügt. Superbe. So. Dann haben wir jetzt wieder ein bisschen was. Ich glaube, das war's. Hier gibt es was zum Heilen. Brauche ich jetzt aber nicht. Was haben wir hier noch? Zerstörtes Buch. Leere Weinflasche. Totenfunke. Den haben wir zwar schon, aber ich nehme ihn trotzdem mit. Und das Stahlschwert. In der zweifachen Ausführung. Tja, das geht tatsächlich. Ich rüste mich mal nur mit einem Schwert aus und im Schild. Scheiße. Weg da! Wow! Beim Arsch des Propheten. Eine Sekunde später und ihr hättet eure Einzelteile vom Boden aufsammeln können. Wer seid ihr? Und was zum Henker habt ihr hier zu suchen? Was war das denn eben? Und wo kommt ihr plötzlich her? Sagen wir es so. Ich weiß mich zu verstecken, wenn ich nicht gesehen werden will. Wenn ihr diese Explosion meint. Und ich denke, davon sprecht ihr. Das waren kyranische Staubkristalle, wie man sie so schön nennt. Kommt ihnen zu nah und wartet einen Augenblick zu lange. Und euer Arsch fliegt euch mit einer Wucht um die Ohren, die jede Kanone neidisch machen würde. Aber zurück zur Frage. Was wollt ihr hier? Ich wurde von einem Magier namens Konstantin geschickt. Seid ihr Larishi? Lashiri? Lashiri, Entschuldigung. Oh Mann. Der Gute hat's einfach nicht mit Namen. Wirklich nicht. Ich heiße Lishari. Aber gut, das beweist mir schon einmal, dass ihr nicht lügt. Trotzdem, ich hoffe nicht, dass ihr die Verstärkung seid, die ich angefordert habe. Ein paar Mann mehr hatte ich mir dann doch erhofft. Nein, Konstantin meinte, Konstantin meinte, ihr könntet eine Art Ritual an mir vollziehen, um die Magie in mir zu bändigen. Hat er das? Tatsache. Ihr habt Magie in euch. Oh, und was für welche. Nicht schlecht. Sowas habe ich noch nie gespürt. Na schön. Wenn Konstantin darauf besteht, werde ich das Ritual an euch vollführen. Aber? Aber beim besten Willen nicht jetzt. Ich stecke nämlich bis zum Hals in der Scheiße, wie ihr sicherlich schon bemerkt habt. Wie sieht's aus? Wollt ihr die kurze oder die ausführliche Fassung hören? Die ausführliche Fassung. Gut. Ihr wisst ja von Konstantin sicher, dass wir, ich, mein Assistent, zwei Arkanisten und vier Ordenshüter hier sind, um nach etwas zu suchen. Was wir in den letzten Wochen auch brav getan haben. Okay. Tja, und als ich vor gut 2 Stunden kurz hoch bin, um etwas zu holen, höre ich plötzlich Stahlgeklirre von unten. Und sehe gerade noch, wie 2 Gestalten mit roten Roben in der Ruine verschwinden. Ich habe nicht den blassesten Schimmer, wer sie sind. Aber für mich sehen sie nach Söldnern aus. Und irgendwie haben sie einen versteckten Eingang gefunden. Sind das vielleicht... Fakt ist jedenfalls, dass meine hochgeschätzten endraläschen Kollegen, mein Assistent und unsere gesamten Forschungsergebnisse noch da unten sind. Und ich will sie wiederhaben. Und bevor ihr fragt... Ihr könnt mir helfen. Denn wenn ihr wollt, dass ich eure Magie bändige, muss ich zumindest sicherstellen, dass wir retten, was noch zu retten ist. Okay. Allein wäre das zu unsicher gewesen. Aber zu zweit könnten wir es schaffen. Vorausgesetzt, ihr könnt euch verteidigen.
Also, seid ihr bereit? Woran habt ihr denn überhaupt geforscht? An einigem. Unter anderem daran, warum manche Leute kein Gefühl haben, wann Zeit für Fragestunde ist und wann nicht. Hey! Im Ernst. Sobald hier aufgeräumt ist, können wir gern Wer bist du und was machst du hier spielen. Aber jetzt ist ein verflucht nochmal ungünstiger Zeitpunkt dafür. Von wie vielen Söldnern sprechen wir denn genau? Keine Ahnung. Aber mehr als ein Dutzend werden es vermutlich nicht sein. Plus sie erwarten keinen Widerstand. Das ist unser Vorteil. So bereit, wie man sein kann, schätze ich. Na dann kommt mit. Und haltet euch bereit. Ich bin mir ziemlich sicher, gerade eben Stimmen gehört zu haben. Na, dann bin ich ja mal gespannt, was uns da erwartet. Ach so, man sollte hier vielleicht auch den Weg runtergehen. Hier könnte ich mich heilen. Scheiße, du hattest recht. So. So, weg mit dir. Sind das Lichtgeborene? Armer Kerl. Abgestochen wie ein Schwein. Wir. Moment. Was ist das? Was ist was? Ein Arsch des Propheten, das. Oh, das glaube ich jetzt einfach nicht. Was ist los? Was ist denn das? Ihre Befehle. Mein Assistent Seth. Scheint, als habe er die Schweine reingelassen. Mein Beileid. Spart euch das für ihn auf, wenn ich ihm diesen Stab hier in den Hintern ramme und einen Blitzschlag abfeuere. Die ist gut. Die ist echt gut. Zerstörtes Buch. Da gehe ich jetzt noch nicht rein. Ich hoffe, sie geht natürlich rein. Ich will hier erstmal mich umgucken. Novize, Truhe. Das ist das Gute, dass wir jetzt die Schlösser knacken können. Wobei Novize ist ja eins von den ersten. Na toll. Da ist ja nichts drin. Hier, nimm mal einen Kelch mit. Nimm mal ein paar Münzen. Was ist denn das? Ausgrabungsnotiz. Magistra Yella. Ich verstehe eure Skepsis. Aber wir sind auf der richtigen Spur. Dieses Scharrak-Magierin, und nein, damit will ich nicht ihre zweifelhafte Weltanschauung relativieren, hat eindeutig Zusammenhänge zwischen diesen Steinen der Dülgar und den Theorien des Großmeisters gefunden. Wenn sie recht behält, könnten sie unsere einzige Chance auf so etwas wie magischen Schutz sein. In diesem Sinne, Großmeister Aremphial weiß, was er tut. So ungern ich das zugebe, dieser Magier seines Sohnes sind bisher eine echte Hilfe. Gezeichnet Marak. Okay. Was ist das hier überhaupt für ein Schild? Kann ich das Schild nehmen? Das kann ich tatsächlich nehmen. Ja, das bringt... Alter, das ist gut. Die Rüstung ist auch nicht schlecht. Außer der Helm. Das nehme ich einfach mal an mich. Genauso wie die Schuhe. Aber weißt du was? Wenn wir dann, nehmen wir schon alles. Ich könnte mich damit nämlich ganz gut ausrüsten. Weil das Schild, das haut mal richtig rein. Und das ist auch eine leichte Rüstung. Wenn wir jetzt hier schon das mit dem Schild haben, dann muss ich natürlich jetzt das neue Schild nehmen. Scheiße, riecht ihr das? Qualm. Diese Bastarde versuchen doch tatsächlich unsere Forschungen abzufackeln. Na toll. Wir müssen was tun. Bei der Magie, die ihr in euch tragt, nehme ich an, ihr könnt den ein oder anderen Zauber wirken. Korrekt? Hier, nehmt das.
Damit sollten sich die meisten Feuer löschen lassen. Was? Wenn meine Vermutung nämlich stimmt, versuchen die Söldner, die Steinfragmente zu zerstören. Und das müssen wir verhindern. Geht runter und versucht, so viele von den Steinen zu retten, wie ihr könnt. Und du? Am besten ihr geht in den unteren Teil der Ruine und ich in den oberen. Und wir treffen uns dann wieder hier, wenn alles erledigt ist. Okay. Ach, und noch was. Was noch? Falls mein Assistent Seth da unten sein sollte, seht zu, dass ihr ihn irgendwie außer Gefecht setzt und zu mir bringt. Ich will mich selbst um ihn kümmern. Jetzt los. Vergeuden wir keine Zeit mehr. Feuerlöscher in das Zauberbuch eingetragen. Aha, Feuerlöscher. Okay. Dann wollen wir mal, würde ich sagen. Gehen wir da mal rein. Guten Tag. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was uns da drin erwartet. Ah, ach du Heiliger. Das sind die ganzen Steinfragmente. Oh Mann. Da, das Buch nehmen wir mit. Die Musik ist cool. Ups. Das war jetzt etwas falsch gewesen. Oh Backe. Ich habe irgendwie gerade das Problem, dass meine gesamte hier Eintopf wäre vielleicht was oder hier Krustenbrot. Ich muss mich erstmal heilen. Wo muss ich jetzt lang? Hier anscheinend nicht. So, jetzt sind wir auch gleich wieder geheilt. So, Tür auf! Oh, wieder der falsche Knopf. Nein, du triffst mich nicht. Irgendwas bebt hier. Was ist das? Wow. Wow. Triff die Wand. Die haben alle Roben an. Oh oh. Das hat nicht getroffen. Oh oh, ich muss tatsächlich... Ich mache das selten. Aber ich brauche tatsächlich mal einen Heiltrank. Na los, kratz ab. Scheiße, daneben! Was? Oh mein, was sei Dank! Hier drüben! Ich bin keiner von denen! Lösch dieses verdammte Feuer schnell! Uiuiui! Ui, ui. Ihr verflucht doch mal! Lösch das Feuer! Shit, ich bin gerade selber gestorben! Wie soll ich das Feuer löschen? Verdammt! Oh. Das lag jetzt aber daran, weil der Finisher-Move genau da drin... Och nee, nicht nochmal. Na gut, die Musik war ja so cool. Alter, lass! Das gibt's doch nicht. Sag mal...
Willst du mich eigentlich veräppeln? Das Problem ist dieser Feuer... Ach, hier ist der Feuerlöscher. Eine verbrannte Leiche. Oh Gott. So, jetzt laufen wir hier mal mit megamäßig Power rein. So, und jetzt bist du dran. Wow! So! Weg mit dir. Der nächste bitte. Ich habe ein Problem. Los, verteidige dich. Ja! Alter Schwede! Voll ins Gesicht! Oh nein, es wird noch ein Stein vernichtet. Ich muss mich heilen. Ich habe leider keine Kraft mehr. Das ist auch noch ein Problem. Ich treffe dich, hoffe ich. Na los, komm da vor. So, Feuerlöscher. Na los, geh aus! Boah. Verdammt, war das knapp. Die Mistkerle haben mich einfach hier unten zum Sterben zurückgelassen. Und das trotz allem. Verzeiht mir. Wow! Wo ist er hin? Hä? Erzählung des Wanderers des Vielgereisten. Das nehme ich mit. Vielleicht ist da irgendwas drin, was irgendwie sagt, wo er hin ist. So, ich muss mich ein bisschen beeilen. Oh oh. Warum? Lauf, 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 lauf. Umdrehen. Bams. Ha! Da kommt der nächste. Hast du die falschen Beine aufgesucht? Boah. Ja. Was? Wie jetzt? Wie jetzt? Wieso hat der... Was? Nee, ne? Scheiße, ich hab nicht gespeichert. Oh, das regt mich jetzt auf. Okay, nochmal. Das ist meine Lieblingsstelle im Spiel. Meine Fresse, ey. Vor allen Dingen, ich drück hier tausendmal irgendwelche Knöpfe. So, das war's jetzt. Boah, ey. Das hat mich jetzt aber genervt. Das Beste ist ja, dass der Feuerlöscher so super funktioniert. So, lauf. Speichern. Nicht vergessen. Wo sind die denn? So. Du bist jetzt auch weg vom Fenster. Jetzt ist da hinten noch einer.
sehe nichts. Natürlich trifft er mich. Ich muss hier irgendwie nochmal den trinken. Ich kann gerade nicht so richtig reden, weil ich hier gerade total... ja, total geflasht bin von dem, was hier passiert. Machen wir mal den Feuerblitz. So. Feuerblitz geht auch. Ist das jetzt aus oder ist das... Das geht immer so schlagartig aus. Verdammt, war das knapp. Die Mistkerle haben mich einfach hier unten zum Sterben zurückgelassen. Ja, ist ja gut. Und das trotz allem. Verzeiht mir. Wow! Das war, wie gesagt, nämlich mit. So. Dann haben wir das jetzt soweit erstmal geschafft. Es ist aber auch aufregend hier. So viel Zeit zum Umgucken habe ich nicht. Ich muss weiter. Sonst geht irgendwann das nächste Teil noch kaputt. Aber dieses Mal dürfte nicht allzu viel passieren. Ich habe gespeichert. Ah! Wieder neben. So. Ich... Jetzt aber! Tschüss! So. Letztes Mal hat er mich umgebracht. Diesmal ist er draufgegangen. So. Ist hier noch irgendwo was? Geselle. Die Tür kriege ich tatsächlich auf. Mist. Die ist natürlich etwas schwieriger zu knacken. Na. Ah. Okay, das ist hier oben irgendwo. Na. Ah. Ja, sie ist offen. Ich weiß zwar nicht, warum ich den Weg gehe. Weißt du was? Ist mir gerade scheißegal. Ich laufe jetzt erstmal den normalen Weg. Ja, das hat sowieso nichts gebracht, da durchzulaufen. Wow! Ja, wieso habe ich denn immer diesen blöden Feuerlöscher? Ach so, wenn ich die falsche Knöpfe drücke. So. Der hat irgendeinen verzauberten... Hier. Verursachte 5 Punkte Feuerschaden. Oh. Das ist aber doof. Wow. So, jetzt geh drauf! Tschüss! Mann, ey! Wer zaubert, verliert. Oder wie war das? Ich habe keine Ausdauer mehr. Also das nächste Mal muss ich die Ausdauer auf jeden Fall skillen. Wo ist jetzt der Feuerlöscher hin? Da ist er. Alter. Mann, war das jetzt krass hier. Gefühlter Seelenstein, allgemeiner Seelenstein. So, jetzt erstmal ein bisschen entschleunigen. Das war jetzt aufregend.
Aber immerhin haben wir sie jetzt alle besiegt. So, was haben wir denn da? Rolle Teleport zum Sonnentempel. Nehme ich mir mit. Dann haben wir hier noch ein paar Groschen. Noch ein Seelenstein, der gefüllt ist. Gift der Magielösung. Oh, Schädel wollte ich eigentlich nicht nehmen. Hier ist noch eine Teleportrolle. Leeres Pergament. Nehmen wir einfach mit. Eine Feder, ein Tintenfass. Dolch der Verzweiflung. Kelch und Wein. So, dann wollen wir doch mal zu Lashiri gehen. Lashiri oder so ähnlich. Ne, es ist tatsächlich der Fahrstuhl. Irgendwas stimmt hier aber mit dem Boden nicht. Warum dreht's? Hä? Ich frag mal nicht. Guten Tag. Na sowas. Das nenne ich mal einen glücklichen Zufall. Hattet ihr Erfolg? Was ist mit den Steinen? Einige habe ich retten können. Gut. Ich schätze, das wird uns genügen müssen. Danke. Was ist mit Seth? Habt ihr ihn gefunden? Ja, habe ich von Seth erzählt, dass er sich weggebeamt hat. Aber diesmal mache ich das mit der Tastatur. Verdammt! Wie konntet ihr ihn entwischen lassen? Jetzt ist er über alle Berge und erzählt seinem Auftraggeber, was weiß ich, über unsere Operation. Entschuldigung, das war daneben. Es ist nur... Naja, wie heißt ihr überhaupt? In dem Chaos hatten wir ja gar keine Zeit für Formalitäten. Nee. Isabel, sehr erfreut. Erfreut seid ihr? Na, das ist ja schön. Ich habe nämlich im Nachhinein das Gefühl, nicht gerade umgänglich gewesen zu sein. Entschuldigung dafür. Manchmal habe ich eine etwas zu kurze Lunte. Aber gut. Kommen wir zum eigentlichen Grund eures Hierseins. Erzählt mir doch erst einmal, wie ihr den alten Zeterer dazu bekommen habt, euch zu vertrauen. Das kommt nämlich nicht oft vor. Das ist eine lange Geschichte. Lashiri von den Visionen, dem Tempel und dem Fieber erzählen. Ich habe Zeit. Bla 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 und das ging so los und so weiter und so weiter und so weiter. Geschichte endet. Und in dieser kurzen Zeit habt ihr derart zu kämpfen gelernt? Das ist faszinierend, gelinde gesagt. Diese Vision, habe ich das richtig verstanden, dass ihr den Tod dieser beiden Apothekarii vorhergesehen habt? Ja, und ich weiß, wie verrückt das alles klingt. Das tut es in der Tat. Aber schön, wer bin ich, um mich zu beschweren? Ihr taucht ja aus dem Nichts auf und rettet mir nichts, dir nichts, unsere Forschungen. Ihr seid wirklich eine... Scheiße. Was? Ihr seid wirklich eine Scheiße? Was? Nicht ihr. Ich meinte... Ich hatte da nur gerade einen seltsamen Gedanken. Aber nein, das wäre verrückt. Viel zu unwahrscheinlich. Unwahrscheinliches? Ist vieles in der letzten Woche passiert. Was meint ihr genau? Ich würde gern offen mit euch reden, aber unsere Vereinbarung mit dem Götterorden verbietet es mir. Aber ich werde Konstantin und dem alten Arantial von meiner Theorie erzählen. Ihr müsst euch vermutlich noch gedulden, bis Letztere es für richtig hält, euch einzuweihen. Aber wenn meine Vermutung stimmt, dann... dann hätten wir endlich die Möglichkeit, diesem Zyklus gehörig in den Arsch zu treten. Nun gut, jetzt haltet mal kurz einen Moment still. Bereit? Alles klar. Ja? Ich glaube, das kitzelt nur einen Augenblick. Was machst du mit mir? Wow! Scheiße! Hallo? Mein Kopf. Was ist... Geht es euch gut? Das war nicht so geplant. Wie wäre es das nächste Mal mit einer kleinen Warnung? Es war keine Absicht, wie gesagt.
Ich habe keine Ahnung, wie das eben passiert ist. Normalerweise spürt man bei dem Ritual allerhöchstens ein schwaches Kitzeln. Aber bei euch? Das könnte mit eurer seltsamen Aura zu tun haben. Ja, ziemlich wahrscheinlich sogar. Okay. Was meint ihr genau? Wie ist meine Aura denn? Puh, schwer zu beschreiben. Irgendwie vielschichtig. Und kalt. Kalt? Aber vermutlich bin ich einfach aus der Übung gekommen. Es hat funktioniert, darauf kommt's an. Euer Fieber sollte sich jetzt auf ein halbwegs erträgliches Ausmaß mindern und auch dort bleiben. Zumindest, wenn ihr auf euch Acht gebt. Die Nähe von Kristallen meiden. Es mit Lichtmagie und magischen Tränken nicht übertreiben. Ihr kennt die Palette. Gleichzeitig könnt ihr aber jetzt auch eure Fähigkeiten ausbauen, ohne Gefahr zu laufen, ein paar Tage als Orbaia aufzuwachen. Ich schlag vor, ihr geht jetzt erst einmal zurück zu Konstantin. Braucht ihr sonst noch was? Ansonsten bis bald. Wir werden uns wiedersehen. Ich hab da so ein Gefühl. Okay. Wofür waren die Steinfragmente denn nun gut? Sagen wir es so, sie sollen uns schützen. Aber das wird euch der alte Arantial später vermutlich ausführlicher erzählen. Ich denke, ich weiß alles, was ich wissen muss. Bis bald. Bis bald. Gestartet. Teil von etwas Bedeutsamen. Teil 1. Konstantin von den Geschehnissen berichten. Oh, mein Kopf. Ihr solltet zu Konstantin zurück. Wir sehen uns dann in Ark. So. Mein Arkanistenfieber, ja, das ist ja toll. Kann das jetzt sein, dass ich mir Heilzauber geben kann, ohne dass es nach oben geht? Wir sollten mal gucken. 0,5 ist trotzdem. Heil, die verschlimmert Arkanistenfieber um 15. Jetzt ist natürlich die Frage, 6 Punkte pro Sekunde. So, 6, 12, 18... So, in 4 Sekunden, ja, das ist mehr. Das heißt also, wir sollten die Blitzheilung nehmen. Bams! Ich musste mich jetzt mal heilen. Wir haben auf jeden Fall das falsche Outfit an. Ich finde, das Outfit, was sie anhat, ist viel besser. Das würde ich viel lieber anziehen. Also, das sollte unser Charakter auf jeden Fall mehr anziehen. Egal. Wir haben jetzt die Stadtwache und ich wusste es, dass wir da oben rauskommen. Ach, schade. Jetzt gibt es diese Animation noch nicht mal, dass wir hochfahren. Das ist ja unglaublich. Ich hätte mir das jetzt gewünscht, dass das so richtig schön hochfährt. Aber gut, dann ist das eben nicht so. Boah, was ist denn heute los? Warum spielt die denn heute alle? Ich habe heute mal vergessen, die Einblendungen unten auszumachen. Ich weiß nicht, ob Fraps die aufnimmt. Oh, jetzt bin ich ja tatsächlich hier oben rausgekommen, wie ich gesagt habe. Jetzt sieht man natürlich bei mir immer, wenn meine Freunde irgendwas spielen. Ja. Das habe ich sonst eigentlich immer aus, aber heute habe ich es irgendwie vergessen auszuschalten. Ich bitte das zu entschuldigen. Ich höre hier was. Boah, er spielt... Was ich interessant finde, er kommt von Ark... Geht raus, spielt Counter-Strike und dann ist er wieder bei Ark. Habe ich das jetzt richtig gesehen? Mensch, Sharuk, was machst du denn da? So, wollen wir mal gucken, ob die Eispfeile was bewirkt. Hab ich mich gerade erschrocken. Hilfe, ey. Mann. Ich habe mich gerade richtig verjagt hier. Ich wollte jetzt eigentlich gerade mein Päuschen machen. Aber nein. Das geben sie mir nicht, eine Pause. Ich soll erst meinen Herzinfarkt kriegen. Na, wo seid ihr denn? Ich sehe die aber auch gar nicht. Schön. Na toll, jetzt habe ich auch noch einen Bären hinter mir. Boah! Schönen gute Nacht. Boah, ey. Wo liegt denn jetzt der Söldner wieder? Den ich jetzt erstes umgenietet habe.
Hier in den Büschen. Hä? Egal. Dann ist er jetzt halt weg. Die haben hier ein schönes Lagerfeuer. Da ist eine Truhe. Ist ja schön. Jagdbogen. Aber so richtig was bringen tut es mir hier nichts. Ob das hier wohl Arkanistenfieber gibt, wenn ich hier schlafe? Was haben wir denn da? Seelenfalle. Her damit. Das brauchen wir noch. Da ist er gewesen. Ich will mal eben gerade gucken. Wir haben ja jetzt... Das müssen wir hier mal zumachen. L. So, wir sind ja jetzt hier oben. Ich würde jetzt am liebsten tatsächlich den Weg manuell zurückgehen, damit wir dann hier noch so ein paar Ortschaften aufdecken, damit wir wissen, wo wir reingucken müssen. Ich finde es ein bisschen schade. Wir waren ja hier irgendwo, hier, ne? Der Friedhof. Beim normalen Skyrim würde da ja jetzt ein Erledigt stehen, wenn man da durchgegangen ist und wieder rausgekommen ist, wenn man da alles gesehen hat. Aber dieses gibt es hier anscheinend nicht mit den erledigten Punkten. Das finde ich ein bisschen schade. Aber gut, damit müssen wir leben. Da müssen wir halt mal eine Liste führen, wo wir schon überall waren. Wo ist denn der Bär? Der Bär! Bär? Ich hab dich doch gehört. Das ist der große Bär im großen blauen Haus. Den man hier hört. Wo auch immer er ist. Weißt du was? Ich stelle mich jetzt hier ans Lagerfeuer. Beziehungsweise, ne, wir machen das ganz anders. Ich setze mich ans Lagerfeuer. Jetzt spielt er wieder Counter-Strike. Na, Happy Birthday. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Ja. Wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und vielen lieben Dank fürs Zuschauen, wieder fürs Dabeisein. Ich würde mich freuen, wenn ihr weiterhin am Ball bleiben würdet. Und vielleicht lasst ihr sogar mal ein Abo da. Ich weiß, ich habe das nie angesprochen. Ich mache das jetzt ausnahmsweise mal. Und vielleicht kommentiert ihr ja auch mal ein bisschen. Weil ich finde das immer schön, wenn man so ein bisschen Interaktion hat. Auch wenn das im Nachhinein ist. Ich will jetzt noch was pflücken. Ah, geht nicht. Doch, hier kann ich was pflücken. Aber doch, Knoblauch kann ich auch nehmen. Gut, jetzt habe ich noch das Zeug gepflückt. Und ja, in diesem Sinne... Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahmesession wieder. Und ich glaube, das müsste die 8. dann sein. Ja, wir hatten jetzt die 7. Aufnahme, also kommt dann die 8. Oh Mann. So lange sind wir hier schon unterwegs. Freut mich, dass wir das vor allen Dingen so lange durchhalten. Und nächstes Mal suchen wir uns einen besseren Helm aus, weil, naja, wir sind halt total vertrauenserweckend, wie man sieht. Okay, macht's gut, bis bald und tschüss.